Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen, beziehungsweise Odin war einkaufen, beziehungsweise nicht mal neuet. Ich habe ja die Tage drei oder so veröffentlicht und da habe ich gesagt, dass noch was kommt. Tada! Und ich war schon wieder einkaufen, weil ich bin fettes Schwein geworden. Richtig fett geworden. Und mein Gürtel, ich habe ja im Hangout, habe ich gesagt, mein Gürtel ist kaputt gegangen und mein Gürtel, der mich 20 Jahre treu begleitet hat, der ist kaputt. Oder? Nee, nicht ganz 20 Jahre. 17 Jahre, 98, 99 habe ich mir den gekauft. Ist kaputt gegangen. Und dann habe ich gedacht, hast du ja eine andere Gürtel? Wollte mir meine anderen Gürtel rausholen, die ich mir aufgehoben hatte. Aus der Schulzeit, aus der Lehrzeit. Sagen wir mal so, der Verschluss des Gürtels kann die Schnalle des Gürtels in gewisser Entfernung gerade noch so sehen. Also passt nicht. Also kann ich das nicht mehr benutzen. Also habe ich mir eine neue Gürtelschnalle bestellt und einen neuen Gürtel. Oder Gürtel habe ich mir gar nicht bestellt, nur Gürtelschnalle habe ich mir bestellt. Na, werdet ihr sehen. Weiß ich jetzt nämlich selber auch nicht. Und jetzt haben wir hier, da werde ich mir auch noch den Season Pass kaufen. Tada! Just Cause 3. Die deutsche Version reicht locker aus, weil Just Cause 3 ist nicht geschnitten. Das ist in, könnt ihr bei www.schnittelberichte.com könnt ihr gucken, Just Cause 3 ist die Uncut-Version in Deutschland. Also die richtige Uncut-Version hat hier die USK. Die Uncut-Version hat die USK-Freigabe gekriegt. So. Da mussten sie hier nicht nachträglich nochmal was schneiden oder so. Oh, hier ist so ein Code drin. Was ist denn der Code? Für Square Enix Member hier, please. Produktregistrierung. Ach so, das ist das, dass ich das Produkt registrieren kann. Okay. Dann werde ich nochmal nett darauf hingewiesen, dass Hitman kommt und das Deus Ex für die PS, Deus Ex für die PS4 kommt. Ich hoffe, da haben sie die Steuerung ein bisschen angebessert. Weil Deus Ex war ein geiles Spiel, aber die Steuerung ist kacke. Die ist richtig kacke. Und was haben wir hier noch? Dein Gutscheincode. Für was denn? Ach, für Maxdome. Ich habe einen Maxdome-Gutscheincode. Da? Ich habe einen Maxdome-Gutscheincode noch mit dazu gekriegt. Seit wann Maxdome jetzt mit Square Enix zusammenarbeitet? Naja. So, da haben wir denn. Kann ich euch das hier auch nochmal zeigen. Da hat er dann wirklich die 18er Freigabe PEGI und die 18er Freigabe Deutschland. Und da ist der Diktator drauf. Ich bin so heiß drauf. Ich bin so heiß drauf. Einspieler, Netzwerkfunktion, Rumble. Och, Full HD. Yeah! Ja, das soll es jetzt auch soweit zu Odin war shoppen gewesen sein. Wie gesagt, da kommt in den nächsten Tagen nochmal ein Odin war shoppen. Dann zeige ich euch meine neue Gürtelschnalle. Und dass es endlich wieder passt. Und mir rutscht nämlich ständig die Buchse jetzt. Ich habe oben so ein, also die rutscht nicht, aber oben sitzt es so sehr locker, die Hose. Ein bisschen locker, also die rutscht nicht runter, aber es ist ein komisches Gefühl ohne Gürtel, wenn man es gewöhnt ist. Und deswegen brauche ich einen Gürtel. Müsste morgen rein theoretisch da sein, angeblich. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Aber das war jetzt auch wirklich. Ahoi, sagt euer Odin.